Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung ist der Meinung, dass Deutschland mehr Selbstständige braucht. Das Bundeswirtschaftsministerium verkündet im Rahmen einer Initiative zu lesen auf der Internetseite, ich zitiere, es bestehe noch viel Potenzial für mehr Aufbruchstimmung, Wagemut und Lust auf unternehmerische Selbstständigkeit. Jo. Das ist doch aber wieder typisch für diese Bundesregierung. Von anderer Seite fordert sie Bewegung, aber von ihrer eigenen Politik sehen wir nur Stillstand. Und das sorgt natürlich auch für Resignation, besonders bei unseren Selbstständigen. Und das, finde ich, muss einfach hier mal gesagt werden. Bei den großen Risiken des Lebens wie Krankheit und Altersarmut lassen Sie die Selbstständigen im Stich. Denn diese können sich nur sehr schwer dagegen absichern. Aber anstatt hier zu handeln, schicken Sie immer noch mehr Menschen in stehenden, sehenden Auges in prekäre Verhältnisse. Und das ist unsozial, und das wissen Sie auch ganz genau. Viele Selbstständige, insbesondere Solo-Selbstständige, berichten mir regelmäßig, und ich gehe davon aus, dass sie genauso Menschen in ihren Wahlkreisbüros haben, dass sie Sorgen und Ängste haben, die Krankenversicherung nicht mehr bezahlen zu können oder aber auch in Altersarmut abzurutschen. Viele Selbstständige verdienen so wenig, dass sie Probleme haben, ihre Krankenversicherung selbst zu bezahlen. Ein Grund dafür ist die zu hohe, nicht dem tatsächlichen Einkommen entsprechende Mindestbemessung. Ich will es Ihnen erklären. Ein Mindestbeitrag von rund 400 Euro ist für viele Menschen kaum zu leisten. Gerade bei Solo-Selbstständigen, Sie nicken, liebe Kollegin, aber bei Solo-Selbstständigen, die im Durchschnitt mit 1.500 Euro brutto nach Hause gehen, da frage ich Sie, wie sollen die noch 400 Euro bezahlen als Mindestbeitrag für ihre Versicherung? Das geht einfach gar nicht, das ist unsozial, meine Damen und Herren, und das wissen Sie auch ganz genau. Mehr als die Hälfte aller Solo-Selbstständigen ist nicht für das Alter abgesichert, weder durch die gesetzliche Rentenversicherung noch über eine Lebensversicherung. Sie können es sich einfach nicht leisten. Und da sagen wir, das ist unsozial und das muss sich verändern. Die Regelung zur Arbeitslosenversicherung für Selbstständige schließen viele Betroffene aus, da der Zugang zu restriktiv ist und die Beiträge oft nicht aufgebracht werden können. Viele Selbstständige fühlen sich mit ihren Problemen völlig alleingelassen. Nicht wenige, wir haben es heute schon gehört, schuften am Rande der Selbstausbeutung zu niedrigem Einkommen oder niedrigstem Einkommen, muss man da sagen. Über 100.000 Selbstständige stocken zusätzlich mit Hartz-IV-Leistungen aus. Das kann es doch wohl nicht sein. Das ist doch nicht das, was wir wollen. Wenn wir mittlerweile für abhängig Beschäftigte, wenn wir auch viel zu spät und vielleicht auch viel zu niedrig aus unserer Sicht einen Mindestlohn eingeführt haben, so haben wir auch für Selbstständige eine Verantwortung und müssen eine Haltelinie nach unten einziehen. Und das erwarten wir auch von dieser Bundesregierung. Die Linke möchte einen realistischen und fairen Beitrag zur Krankenversicherung für alle Selbstständigen, der vor allen Dingen auch bezahlbar ist. Wir fordern, dass sich der Mindestbeitrag an der Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro orientiert. Das wäre ein Beitrag von rund 70 Euro und 12 Euro für die Pflegeversicherung. Oberhalb davon soll entsprechend des Einkommens natürlich gezahlt werden, wie bei Angestellten auch. Und wir brauchen eine Einbeziehung der Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung, um sie vor allen Dingen vor Altersarmut zu schützen. Altersarmut, das große Thema, was wir dringend auch für die Zukunft lösen müssen. Die Linke fordert eine Orientierung am tatsächlichen Einkommen. Die gesetzliche Rente muss wieder ein höheres Leistungsniveau und einen sozialen Ausgleich organisieren. Und die gesetzliche Rentenversicherung muss wieder für alle attraktiv sein. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt viel zu tun, gerade zur Verbesserung der Situation von Selbstständigen. Doch das, meine Damen und Herren der Bundesregierung, wird natürlich mit Ihrer unsozialen Politik nicht gelingen. Dafür bedarf es einen Politikwechsel, und der geht nur mit der Linken. Dankeschön. Als nächster spricht der Kollege Michael Gerdes für die SPD.